Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. So, jetzt geht es nach Loppau. Ja, da machen wir einen Cache. Loppau ist ein verlassenes Dorf. Ach, wie soll man das beschreiben? Das ist fürs Militär, für militärische Zwecke genutzt worden oder wird noch genutzt. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Und da wohnt aber keiner mehr. Wie schon ein verlassenes Dorf sagt. Das wird aber trotzdem weiter noch immer so genutzt. Wenn ich mal was rede, kannst du mich ja dabei auch filmen. Das wird jetzt auch trotzdem noch so weiter genutzt, als wenn ja, Loppau. Als wenn es bewohnt ist, das wird auch noch überall Rasen gemäht und alles ordentlich und sauber gehalten, damit, wenn dann die Bundeswehr dort übt, das wirklich ein Häuserkampf ist. So hatte ich das irgendwo mal gelesen. Und Loppau liegt in der Nähe von Amelinghausen und der Weg, den wir hier lang fahren, der ist hier von, na, wie heißt das? Boah, da kann man es ja auch gleich sehen. Von Wulfsbode. Das ist der einzige, wo man zur Zeit lang fahren kann, richtig. Wenn die Schranken offen sind, dann darf man rein nach Loppau. Wenn nicht, dann nicht, weil dann ist gerade Krieg. So, in Loppau sind wir jetzt angekommen. Haben das Wohnmobil hier gepackt. Gucken wie immer, ob auch alles zu ist. Und das ist es meistens dann auch. Kommt ihr? Wir sehen wieder mal auch hier. Ein Mülleimer reicht manchmal nicht. So, Loppau, Stadt Münster, Landkreis im Heidekreis. Wie schon mehrfach gesagt, der Ort ist verlassen eigentlich. Und Rest gibt's gleich. So, wir stehen jetzt hier in der Mitte von Loppau. Einmal ein Rundblick und man sieht, hier wohnt keiner mehr. Diese Häuser, die man dort da hinten sieht, waren vor 10 Jahren schon mal da, da sah das ganz genau so aus. Es wird alles gepflegt, aber nicht mehr benutzt. So, jetzt haben wir hier gerade gefunden, so ein, ja, wie nennt man das? Ja, einfach so ein Ding halt, ne? Ein Baum wo, erzählt sein Leben. Genau, wo das Leben von einem Baum erzählt wird und welche Ereignisse man da anscheinend sehen kann. 1854 ist der Baum mal entstanden. 2011 hat man ihn leider umgehauen. Hier ist dann die Scheibe. Schon ein bisschen brüchig und kaputt. Wir fassen das lieber nicht mehr an. Wichtig ist für uns jetzt hier, 1983, die letzten Einwohner haben Loppau verlassen. Loppau, da werden wir nachher noch mal schön durchgehen. Katastrophe von Tschernobyl kann man durch den gelben Punkt hinten da sehen. Und die Rückkehr des Wolfes in die Lüneburg, in die Heide, in die Lüneburger Heide 2011. Ich hoffe, dass wir den Wolf da nicht sehen. Und hier sind dann die Punkte, wo man das markiert hat mit den ganzen Jahresringen. Lohnt sich hier mal anzukommen, finde ich gut. Kommt vorbei, guckt es euch an. Loppau ist immer eine Reise wert, auch ohne Geocache. Aber den machen wir jetzt. Die Suche nach der Dose geht weiter. Hier müssen wir jetzt über diese Brücke. Merkwürdigerweise ist unter der Brücke nichts. Annette auf der Suche zur nächsten Dose. Ja, gleichzeitig sind wir hier zu dieser Hütte gekommen. Ein Unterstand, der früher mal dreistöckig war. Und hier gibt es dann dazu die Erklärung.
Und so sah dieser Turm früher mal aus. Eigentlich ganz witzig. Und hier für Feiern bestimmt nicht schlecht. Gucken wir mal, ob die da gefunden hat was. Hat's gefunden? Nee. Immer noch nicht? Ja. Hier vorne. So, wir gehen jetzt nach Loppau. Direkt in den Ort rein. Privatweg des Bundes, frei für Trüb. Was ist, weiß das jemand, was das heißt? Trüb, PJK und Forstverkehr. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Gerade da wird renoviert. Das verlassene Dorf wird renoviert, ist auch ganz witzig. Und hier sieht man die einzelnen Zeiten, wann man rein kann, wann die Sperrzeiten sind. So, wir gehen jetzt direkt mal in das alte Gebäude rein. Nein, nicht rein, wir gehen nur davor. Was man hier so sieht. Und schau, das ist alles noch mehr abgesperrt hier. Wie gesagt, wir waren vor 10 Jahren hier schon mal und haben hier einen Geocache gemacht. Und da mussten wir hier noch direkt teilweise an die Gebäude ran. Und damals, weiß ich noch, war dieser Fernsprecher hier. Das war eine Sache, wo man dann nochmal einen Code für besorgen musste. Ich glaube, das war die 6309 sogar. Aber den Cache gibt es leider nicht mehr. Weil BW Fernsprecher. So. Tja. Und so sieht es in einem verlassenen Dorf aus, was seit 1983 verlassen ist. Every day I'm looking for a way to return to the town when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious.